Also, heute stelle ich euch die Neko-Tasche vor für die Neko-Bambus-Fleckstrickspiele. Ich bin eine Kooperation mit der Astrid von Budolina eingegangen, die die Taschen jetzt hier für Neko fertigt. Ihr seht, wir haben ja die vier Nadelstärken, also die pinke Nadel, das ist die Nadelstärke 2 und die hat hier ihr eigenes Fach, die Farbe rosa. Grün. Das grüne Fach ist für die Nadelstärke 2,5, das gelbe für die Nadelstärke 3 und das orangene für die Nadelstärke 3,5. Dann zusätzlich hat sie mir hier noch ein schönes Reißverschlussfach eingearbeitet und da habe ich zum Beispiel meinen ganz kleinen Hasi drin. Dann habe ich da drin eine kleine Schere und ich habe hier auch mal einen Stift mir mit reingepackt. Dann habe ich drin die Neko-Zopfstricknadel, eine Vernähnadel, also alles, was man so immer mal nicht ständig braucht, aber so ab und zu. Und die kleine Zopfstricknadel von Neko. So, jetzt stecke ich alles wieder hier zurück. Und meinen kleinen Hasi. So. Okay, also ich stecke die Nadeln so mit den Spitzen nach unten. Und dann sieht das doch schön aus. Fällt auch nicht so raus einfach. Also das passt ganz gut. Also es passen hier auch dann die XXL-Version rein und natürlich auch die normalen Versionen. Also ihr habt hier genügend Platz für all eure Nadelstärken und Nadellängen. Zu der Tasche. Also die Tasche besteht aus einem reinen Wollfilz. Und dieser Filz hat auch eine sehr gute Qualität. Also manche von euch kennen vielleicht so einen Bastelfilz und wenn man hier so ein bisschen länger rumdrückt, dann wird er hier ganz dünn an den Stellen, wo der vermehrt Druck drauf lastet oder also franzt sich hier dann so aus. Also die Qualität ist so gut, dass das bleibt so. Also das ist wunderbar. Die Astrid hat hier für ein Sattelgarn verwendet und auch die Nahtenden sind immer sehr schön dreifach nochmal vernäht. So hat sie es mir alles erzählt. Also ich bin sehr zufrieden mit der Tasche, die die Astrid gefertigt hat und bin froh, dass ich sie jetzt endlich euch auch über den Online-Shop anbieten kann. Wir haben uns Folgendes überlegt, dass ihr könnt die Tasche einzeln kaufen für eure Nadeln oder in einem Set von. Also wir bieten das jetzt auch in Sets an, also einmal die Neko-Tasche und dann hier bestückt mit den Nadelstärken der normalen Länge, also die Stärke 2, die 2,5, die 3 und die 3,5 und noch mit der Zopfstricknadel zusammen, mit der kleinen Version. Da ist die eine Nadel hat die Stärke 3 und die etwas größere hat die Stärke 4,5. So, das alles zusammen ist immer ein Set und ihr spart, das seht ihr dann genauer auf dem Online-Shop, ihr spart praktisch etwa ein Strickspiel. Habt ihr dann umsonst, wenn ihr das alles im Set kaufen würdet. Das nächste Set ist wieder die Tasche, ist wieder die kleine Zopfstricknadel und diesmal auch die normale Zweierstärke. Dafür aber jetzt die XL-Version von der Nadelstärke 2,5, der Nadelstärke 3 und der Nadelstärke 3,5. Also da haben wir die XL-Version. Da ist immer der Schenkel hier jetzt 11 cm lang. Das gleiche Set bieten wir nochmal an. Zopfstricknadel bleibt gleich, die Nadelstärke 2 bleibt gleich, die Tasche bleibt gleich und diesmal mit den XXL-Versionen, also die Nadelstärke 2,5, 3 und 3,5. Dabei nochmal die Schenkel hier von den Bambuspins beträgt dort 12 cm. Nochmal zur Tasche, also die Maße von der Tasche sind 17 cm hier hoch und 16 cm breit. Das Innenfach ist hier etwa einen Zentimeter schmäler oder einen halben Zentimeter schmäler, also so. Ist ja alles Handarbeit, es variiert immer ein bisschen. Aber wie gesagt, die Nadellängen, also die XXL-Länge passt hier sehr gut rein. Und ja, möchtet ihr mehr zu der Tasche und den Nadeln erfahren, dann besucht uns doch
im Online-Shop www.nekonit.com. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Tschüss, eure Diane, bis zum nächsten Mal.